Trier im Januar 2011. Die BEKO BBL lädt zum 23. All-Star Day. Los ging's mit dem Aufeinandertreffen der besten Nachwuchsspieler Deutschlands, dem NBBL Rookie Game. MVP des Spiels wurde Philipp Neumann, der 18 Punkte und 8 Rebounds auflegte und letztlich die Südostwahl zum Sieg führte. Die Dreierkrone sicherte sich Hagens Jacob Birchie. Anschließend bekam das Publikum den Höhepunkt der Veranstaltung zu sehen, die offenen deutschen Dunking-Meisterschaften. Der Amateur Salou Tadi forderte gestandene BBL-Akteure wie Torrell Martin, Frankfurts Quentis Robertson oder wie hier Hagens Mark Doris heraus. Obwohl viele der Dunk-Versuche schiefgingen, konnte sich der ein oder andere Dunk wie hier auf jeden Fall sehen lassen. Grund zur Freude hatten neben den Maskottchen vor allem die Zuschauer, als die Dunker in Sachen Kreativität noch eine Schippe drauflegten. Doch keiner der BBL-Profis war dem 22-jährigen Sprungtalent aus Rosenheim gewachsen. Im Finale kam es dann zum Showdown. Tadi stopfte mit seinen 1,85 über seinen Konkurrenten Mark Doris, während Frankfurts Robertson einen 360 einflog. Das Beste hob sich Tadi jedoch bis zum Schluss auf. Souverän 3x10 Punkte. Und damit ging der Sieg verdient an Salou Benjamin Tadi aus Rosenheim. Dann war es soweit. Zum 20. Mal traf Team Nord auf Team Süd. Neben Triers Philipp Zwiener liefen auch die Deutschen Robin Bensing, Per Günther und Tibor Pleiss auf. Trotz eines guten Spiels konnten sie dem Süden jedoch nicht zum Sieg verhelfen, sodass sich letztlich der Norden mit 114 zu 104 den Sieg krallte. MVP wurde Kyle Heinz.